Ja, welche Rolle spielt der christliche Glaube für mich in dieser Corona-Krise? Glauben heißt Vertrauen. Wem vertraue ich mich und meinem Leben an? Ich beantworte diese Frage vom christlichen Glauben her und vertraue auf Gott, den Schöpfer und Erhalter des Lebens. Und zwar auf den Gott, wie er sich in Jesus Christus offenbart und gezeigt hat und für mich als Mensch auch erfahrbar wird. Ich weiß, das klingt ein bisschen theologisch steil, aber es ist mir wichtig, damit deutlich zu machen, dass ich nicht an irgendeine Gottheit glaube, sondern eben an einen sehr besonderen Gott, von dem wir sagen, er ist der Schöpfer und Erhalter unseres Lebens und hat sich in Christus offenbart und wird dadurch auch für uns erfahrbar. Dass dieser Gott für mich erfahrbar wird, gerade in dieser Situation möchte ich versuchen, deutlich zu machen. Dass Gott in guter Weise am Werk ist, wird für mich spürbar, zum Beispiel in der Ernsthaftigkeit und Sorgfalt, mit der Politiker und Wissenschaftler im Moment ihre weitreichenden Entscheidungen treffen. Ich bin froh darüber und dankbar, in einem Land zu leben, in dem die freiheitseinschränkenden Maßnahmen immer wieder erklärt, begründet und abgewogen werden. Das schafft Transparenz und damit auch Vertrauen. Und es gibt mir und vielen anderen das Gefühl von relativer Sicherheit. Aus meinem Glauben heraus kann ich sagen, ja, ich verdanke das allen, nicht nur den Menschen, die das gerade betreiben und die Verantwortung übernehmen, sondern ich verdanke das auch dem Wirken Gottes. Und dafür bin ich dankbar. Ja, welche Rolle spielt das Gebet in der gegenwärtigen Krise? Ich glaube, dass das Gebet eine sehr große Rolle spielt. Und zwar deshalb, weil es offensichtlich ist, dass die Wissenschaftler und die ihnen folgenden Politiker Entscheidungen treffen müssen auf unsicherem Boden. Vieles wissen sie nicht und sie können es nicht wissen, weil die Forschungsergebnisse noch fehlen und auch Erfahrungen mit diesem Virus und dem Verlauf dieser Krankheit. Der Glaube an die Wissenschaft und an das, was Menschen möglich ist, stößt gerade an deutliche Grenzen. Das macht vielen Angst, macht viele unsicher, hilflos, manche vielleicht auch hysterisch. Und genau an diesem Punkt ist das Gebet zu Gott wichtig. Und zwar deshalb, weil es den Raum unseres Denkens, Wissens und Handelns öffnet. Mit dem Gebet begeben wir uns vertrauensvoll in die Hände Gottes und wir bitten darum, dass er uns hilft in dieser Krise, dass er uns die Einsichten schenkt, die wir brauchen, die Kräfte, die nötig sind, die Geduld zum Durchhalten, wenn es für uns schwierig und eng wird, die Hoffnung, wenn sie uns verloren geht. Wer betet, weiß, wie begrenzt die eigenen Möglichkeiten sind und vertraut sich deshalb den Möglichkeiten Gottes an, seiner Barmherzigkeit und Liebe, die ganz eigene Wege finden können. Und wer betet, verfällt keinen Allmachtsfantasien und weiß, mit den eigenen Grenzen umzugehen. Das ist gerade in Zeiten wie diesen besonders wichtig, wo sozusagen Allmächtigkeit zur Lösung der Probleme erwartet und von vielen gefordert wird. Ja, ist die Corona-Krise eine Strafe Gottes? Ich kann das nicht erkennen, dass die weltweite Krise eine Strafe Gottes ist. Wofür sollte die Strafe sein, die wer begangen hat und wozu sollte sie gut sein? Diese Fragen führen nicht weiter und ihre Beantwortung wäre reine Spekulation. Was man allerdings fragen könnte, ist, ob diese Corona-Krise etwas von einem Gericht Gottes hat. Gericht Gottes nicht im Sinne von Strafe, sondern im Sinne von etwas offenbar machen und wieder zurechtbringen, Gerechtigkeit wiederherstellen. Krisen haben immer zwei Seiten. Sie haben etwas Schmerzhaftes, Bedrohliches und Angstmachendes auf der einen Seite und etwas Klärendes, Reinigendes und Neues, das entstehen kann, auf der anderen Seite. Sie bringen bestehende Problemlagen schmerzhaft und unübersehbar auf den Punkt. Und das geschieht gerade, so ist mein Eindruck jedenfalls,
auch in der gegenwärtigen Corona-Krise. Plötzlich entdecken wir, dass nicht nur Banken systemrelevant sind, sondern auch Altenpflegerinnen und Pfleger, Ärzte, Pflegepersonal, die Kassiererin am Supermarkt. Plötzlich werden Menschen vom Balkon beklatscht und als Helden des Alltags gefeiert, die bisher diese Wertschätzung nicht erfahren haben. Es wird interessant sein, ob nach dieser Krise, wenn sie überstanden ist, wirklich Konsequenzen gezogen werden oder ob dann doch wieder alles beim Alten bleibt. Wir merken jedenfalls im Moment, wie abhängig wir von anderen sind, wie verwundbar unser Zusammenleben plötzlich ist, wenn Schutzmasken und Medikamente nicht rechtzeitig geliefert werden. Wir haben Produktion in Billigländer ausgelagert und merken jetzt, in welcher Abhängigkeit wir sind, wie schnell wir an Grenzen stoßen, wenn Lieferketten unterbrochen werden. Ich bin sicher, die Corona-Krise zeigt uns in manchen Bereichen, dass wir umdenken müssen, zur Neuausrichtung von Werten kommen und dem, was unserer Gesellschaft wirklich wichtig ist. Insofern hat diese Krise etwas Reinigendes und Klärendes, das etwas zurechtbringt, was sich an Werten und Verhaltensweisen verschoben hat. In diesem Sinne könnte ich sagen, dass diese Krise ein Gericht Gottes ist, durch das wir und unser ganzes Zusammenleben eventuell neu ausgerichtet wird. Ob es allerdings wirklich dazu kommen wird, wird man erst am Ende und in der Rückschau sehen. Ich bin gespannt, ob es dazu kommt. Ja, welche ethischen Herausforderungen sehe ich in dieser Corona-Krise? Es sind mehrere Probleme, die ethisch bedacht werden müssen. Da ist natürlich zum einen das Dilemma von Ärzten und Pflegern, vor dem sie stehen, wenn mehr Patienten da sind, die ein Atemgerät brauchen, als es Atemgeräte gibt. Hat dann zum Beispiel der 50-jährige Familienvater Vorrang vor dem 83-jährigen? Ist dessen Überleben weniger wert als das des Jüngeren? Solche Abwägungen sind ethisch nicht zulässig. Menschenwürde und Anspruch auf Schutz haben beide. Ich habe vor kurzem davon gehört, dass viele alte Menschen inzwischen große Angst davor haben, dass ihnen nicht mehr ausreichend geholfen wird, wenn sie sozusagen in Konkurrenz zu Jüngeren geraten. Die Rede von den Hochrisikogruppen birgt die Gefahr nicht nur der sozialen Ausgrenzung, sondern im Konfliktfall auch der medizinischen Ausgrenzung. Um gerade das zu vermeiden, setzt man alle Kräfte daran, das Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Das ist vernünftig und ethisch auch wirklich in Ordnung. Es ist gut so, dass das versucht wird. Ein großes ethisches Thema ist darüber hinaus, die Balance zu halten zwischen dem Gesundheitsschutz der Bevölkerung, der wirtschaftlichen Funktionsfähigkeit und den Freiheitsrechten der Bürgerinnen und Bürger. Hier sind sehr komplexe Abwägungen vorzunehmen, die wirklich nicht einfach sind. Und wer hier Entscheidungen zu treffen und zu verantworten hat, ist wirklich nicht zu beneiden. Beten wir also darum, dass Gott allen Verantwortlichen hilft, das Notwendige und Richtige zu tun. Ich glaube, ohne Glauben an Gott und ohne die Bitte um seine Hilfe werden wir nicht gut durch diese Krise kommen.